erste Playoff-Runde, Spiel 2, Schwenninger Wild Wings gegen die Grizzlies Wolfsburg. Das erste Playoff-Spiel in Schwenningen seit über 22 Jahren. Und die Wild Wings wollten natürlich diese Serie verlängern. Wolfsburg hatte Spiel 1 gewonnen. Aber Wolfsburg startete stark und startete mit einem Tor. Vierte Spielminute. Sebastian Furchtner knallt den oben an die Bande. Aber was er dann macht, ist definitiv Weltklasse. Aus der Luft hinein ins Eck. Wolfsburg früh in Führung. Im ersten Drittel Schwenningen nur gelegentlich mit Vorstößen. Hier Stefano Cigliati, der aber an Jerry Kuhn scheitert. Und nach jedem Pfiff ging es in den Infight hinein. Ein sehr emotionales und hart geführtes Spiel. Playoffs eben. Spielerisch Wolfsburg stärker. Wolfsburg mit dem nächsten Tor. 13. Minute. Steven Dixon, der in Spiel 1 die Partie in Overtime mit dem Game-Winner entschieden hatte, sorgt hierfür das frühe 2:0 für die Grizzlies. Schwenningen stark, wenn aggressiv im Vorcheck, und so die beste Chance in diesem ersten Drittel für die Wild Wings durch Anthony Reck, der aber nicht an Jerry Kuhn vorbeikommt. Damit das Team von Pavel Groß nach den ersten 20 Minuten vorne auf dem Weg ins Viertelfinale. Gleich hinein in Abschnitt 2. Erste Minute läuft noch. Abspielfehler im Aufbau. Und das 3:0 für Wolfsburg. Brent Aubin, nur 42 Sekunden im Mittelabschnitt gespielt. Schuss von Krupp, dann der Schläger hoch, aber nicht zu hoch. Das ergab der Videobeweis. Das Tor von Brent Aubin. Nach Minuten des Wartens zählte es. Und Wolfsburg 3:0 vorne. Was kam jetzt noch von Schwenningen? Gaben die sich auf? Natürlich nicht, denn es ist ja Playoff! 23. Minute, Damien Fleury mit dem ersten Tor für die Wild Wings. Verdeckter Schuss hier, keine Chance für Jerry Cohen. Und die Stimmung, als ob die nicht schon grandios wäre, artete in einen Sturm der Unterstützung für Schwenningen aus. Die besseren Chancen aber weiterhin für Wolfsburg, hier die Führung erneut auszubauen. Puckgewinn hier von Philipp Riefers, der gut nachsetzt. Überblick, immer wieder die Verteidiger mit ins Spiel genommen. Und dann Kamil Krebs gegen Dustin Strahlmeier. Schwenningen versuchte immer wieder sehr viel, aber es war nicht so zwingend. Dennoch setzt man sich mal fest in Überzahl. Will Acton, und plötzlich ist der Puck im Tor. 39. Spielminute. Die gute Chance war da eigentlich schon vorbei. Aber auch hier zeigt Schwenningen immer wieder Kämpferherz. Und dann war es ja so ein unkonventionelles Tor, dass das Team von Pat Cortina wieder in dieses Spiel zurückkatapultiert. In Wolfsburg wurden natürlich Erinnerungen wach. Halbfinale 2015 hat man gegen Mannheim dreimal eine 3:0-Führung verspielt. Wie sollte das im letzten Drittel enden? Erste gute Chance hier von Sebastian Furchtner, aber auch da Dustin Strahlmeier enorm stark. Wir gehen schon hinein in die letzten Sekunden. Schwenningen bäumte sich auf, aber Schwenningen hatte nicht mehr die großen Chancen, weil Wolfsburg das klug verteidigte und am Ende auch über die Zeit brachte. Wolfsburg besiegt Schwenningen in Spiel 2, 3:2. Ja, wir hatten ein super Jahr. Schade, dass es jetzt so schnell vorbei ist. Kann man sich dann gewöhnen. Auf jeden Fall, aber man sieht, die Fans stehen hinter uns. Und ja, wäre schön gewesen, wenn wir denen noch ein bisschen länger Playoffs-Eishockey erbieten könnten. Aber ich gehe davon aus, dass sie auch denken, dass es nicht nochmal 22 Jahre dauert. Definitiv nicht. Also, wir haben eine super Truppe. Ich weiß jetzt nicht, was sich kadermäßig tut, aber wir werden mit der gleichen Einstellung wieder reingehen nächstes Jahr. Und nächstes Jahr dann hoffentlich weiterkommen als dieses Jahr. Wir hatten gar nichts mehr zu verlieren, haben alles gegeben. Aber ich denke, sie hatten eigentlich meistens nur Schüsse von außen. Wir hatten nur da im zweiten Drittel, nachdem sie das erste Tor geschossen hat, haben wir ein bisschen unseren Faden verloren. Und dann hatten die ein paar gute Chancen. Aber ich denke, im dritten Drittel haben wir es relativ souverän dann gemacht.
Hanna Groß und die Grizzlies Wolfsburg zum 10. Mal in Folge im Viertelfinale. Der nächste Gegner heißt dann Eisbären Berlin. Diese Reise geht also weiter und für Schwenningen endet ganz schnell ein kurzer, aber süßer Abstecher in die Playoffs.